Hallo, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Part von FIFA World. Hier ist euer Koparius und legen mal direkt los. So, Mannschaft, mal wieder die typischen Wechsel. Der Lappen geht hier weg. Der hier für. Ja, der ist hin und dann zack. Black man, use your pace. Los geht's. Gegen wen geht's diesmal? Barcelona oder Madrid? Madrid oder Barcelona? Barcelona oder Madrid? So, mal schauen. Nein, gegen Paris Saint-Germain. Ich war 52 Siege, 21 Unentschieden und 60 Niederlagen. Okay. Aber das ist echt ganz cool, diese, das da zu machen. So, beginnen wir mal das Spiel. Ja, die Jogo sieht sehr schön aus. Los, weiter geht's und direkt los. La Soga, la Soga, la Soga. Los, schick von der Fahrt. Fahr eine Fahrt. Oh, ho, ho, vierte Minute. Raffaello van der Vaart. Si, si, bam, bitch. Tja, that's how you play. That's how you roll, that's how I roll. Du bist doch manchmal Henry, ist mir doch egal. Okay. Yes, in der vierten Minute schnell direkt einen reingedrückt. Das ist gut für das Selbstvertrauen der Mannschaft. Und schlecht für das gegnerische Selbstvertrauen, was wiederum gut ist. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Ibrahimovic an die Latte. Ein kleiner Herzinfarkt. Wenn mir fast der wenn mir fast das Torgebrüll im Halse stecken geblieben. Und was war das für ein jämmerlicher passender Lauf? Also, was war denn das? Das war ja behindert. Der geht einfach meilenweit vorbei, hallo? Jetzt Adler kommen hinten noch ran. Und schön geklärt. Los, Lasogga. Ja, schön. Hallo, lass doch weiter das Spiel fluss, Mensch. Letzter Mann. Hätte hier wäre noch weitergelaufen, aber der Spielfluss wird unterbrochen und natürlich verliere ich dadurch den Ball. Und den Freistoß. Das ist ja so ganz klar, ne? Hashtag Fairness. Und irgendwo ins Nirgendwo geschossen. Ich glaube, jetzt ist eher so secure das 1 zu 0 oder gib alles, um es auszubauen, aber manifestiere deine Führung. Wie bei einer Diktatur. Was war das? Es war nicht schnell geschaltet, Raphael. Und daneben. Naja. So, nun schön auf von der Fahrt. Ja, schick ihn, schick ihn. Los, schick ihn. Badelsch, Badelsch. Badelsch, schieß. Nein, abgefangen. Und was war das denn? Hallo? Der konnte doch schießen, Mensch, aufs freie Tor. Willst du mich verarschen? Oh, göttlich AW4. AW4 macht das. Der lässt keinen vorbei. Perfekt in die Beine des Gegenspielers. Oh, nun Ibrahimovic gegen die Jure. Und oh, wieder gegen den Pfosten.
Ibrahimovic, der Mr. Aluminium in diesem Spiel. Einmal gegen die Latte geköpft, einmal gegen Pfosten geschossen. Der Typ hat echt Pech. Wieso faust er da hinweg? Den hätte so locker auch halten können. Oder, hallo Jo. Wieso taumelst du so behindert, ey? Auch das 1-0 von Rafael HV hatte gute Chancen, aber leider muss auch sagen, Paris hatte eigentlich zwei Chancen, die hätten reingehen müssen. Von Ibrahimovic. Das war extremes Pech für Paris, dass der Ibrahimovic zweimal es versaut hat. Ja, besonders für eine Lappentaktik. Was war das für ein Lappenpass? Es war nicht mal, bin niemals zum Pass gekommen. Boah, schön überrannt. Und, oh, ausgetanzt, geschossen. Scheiß Verteidiger, ey! Was soll denn das? Er köpft einfach nicht. Er denkt so, nö, ich arbeite nicht, nö. Ich will kein Verteidiger sein. Nö, nö, ich will nicht köpfen, ich will nicht köpfen. Ich will nicht köpfen! Dann verpiss dich aus dieser Mannschaft! Er hat so nichts zu suchen. Zack, schön, schön reagiert Adler. Direkt auf Ibrahimovic. Oh. Entschuldigung, war kurz weg. Aber jetzt sollte ich wieder hoffentlich vollständig zur Verfügung stehen. John, zieh ihn rein, zieh, zieh. Gib schön. Milicic gegen Lavezzi. Milicic ist zwar langsam, aber hat den Vorteil, dass er ihn ziehen kann. Ibrahimovic war ganz frei in der Mitte, was soll denn das? Boah, jetzt wird er da schön müde gestoppt. Jetzt auf John, der sollte ein bisschen schneller sein. Oh, schön ausgetanzt, aber zu weit vorgelegt, zu weit vorgelegt. Und damit dann ist 1:1. Van der Vaart, schönes Tor am Anfang, also am Anfang HSV gut geschaltet, beide haben ihre Chancen und dann der Verteidiger hat einfach null reagiert und lässt einfach den Ball reinsinken. Das ist echt lächerlich. Wirklich. Und zwar ist ein Sieg geworden. Na, wir hängen natürlich wie immer mehrere Matches in einem Part dran. Aber dass ich das jedes Mal ändern muss, nervt. Was ist denn anpassen?
Achso, okay. Dann geht's jetzt weiter. Gegen Real. Tja, kriegen wir sie doch noch. Kriegen wir mindestens einen spanischen Top-Club doch in diesen Part rein. Es muss in jeden Part Real oder Barcelona sein, aber wirklich Real. Oh mein Gott. Mensch, wir müssen mal sehen, wie viele Male ich gegen Real bis jetzt spielen musste. Das ist schon sehr viel. Wie viele Male ich am Ende, wenn ich am Ende des Let's Plays bin, wie viele Male ich am Ende dann insgesamt gegen Real spielen musste. Das ist echt ekelhaft, was da bloß dann hinauskommt. Na, ob schon wie viele Male ich gegen Real gewonnen und wie viele Male ich verloren habe. Schade, HSV mit einem guten Aufbauspiel, aber dann kam der Verteidiger schon dazwischen. Oh, jetzt gut abgefangen. Ja, komm, komm, Badelj. Alter, Notbremse, rot! Packt einfach die Notbremse raus. Tschüss, verpiss dich, Marcelo. Das war sehr dumm von Marcelo. Jetzt fehlt da ein Verteidiger schon von Anfang an, von Anfang des Spiels. Aber kurz vorm Strafraum hatte der Lacker echt Glück. Los, Lasogga. Ah, knapp drüber. Jetzt fehlt das mit Außenverteidigern. Sollte ich mal über links außen kommen. Was? What the fuck? Jetzt geht's los. Ah, schade. Oh, da legt er ihn perfekt vor in den Lauf von Xabi Alonso. Und Xabi Alonso ist drüber und alt und humpelt schon direkt. Schön auf die andere Seite rüber. Alter, hä? Da wurde übelst gerade gestört. Jetzt hat er schon früher. Was war denn das? Da hat er auf einmal gehumpelt, weil er ihm zu in die Beine gelaufen ist oder so. Okay. Und perfekt auf. Oh, Alter, schön versaut, schön versaut. Aber am besten, man kommst du nett vorbei. Achso, du hast Pace. Oh mein Gott! Schön durch! Oh Mann, da war so schön. Schön zwischen die beiden Verteidiger durch. Der Ball. Ah, oh, Mensch. Wäre so lecker gewesen, ey. Schön auf Jansen. Bale hat doch eine Chance. Was machst du denn da, Heiko? Wieso jetzt direkt vor ihm an? Boah, noch abgeblockt, ey. Puh. Oh mein Gott. Die Verteidiger laufen einfach vorbei. Wir bleiben kurz davor stehen, bevor sie den Ball abnehmen. Und dann muss Arthur das noch klären, ey. Puh. Wieder schön abgeblockt und in die Arme von Adler. Das Hocker, Mensch, lässt sich wieder von Diego Lopez aushebeln. Und das war die erste Halbzeit. Puh.
HSV hier mit mehr Chancen als Real. Und viel mehr Ballbesitz, okay. Aber trotzdem, das langersehnte Tor für den HSV kommt hier nicht. Bis jetzt. Wir haben ja noch eine Halbzeit. Kann man noch ausspielen. Nein, nein! Zack, fick dich los! Gib mir den Ball! Gib mir that damn ball, man! Ah, schade, fast zwischen die Beine. Schön gespielt. Oh, die Juro wird hier einfach abgeblockt. So, Iličić ist wohl mehr geeignet, ein Di Maria abzufangen als ein Van der Vaart. Wir sind also, verliert einfach den Ball. Nice. Los, Lasogga, diesmal lässt du dich nicht aushebeln. Und du schießt ihn einfach zu schwach. Ich weiß es nicht. Okay, HSV spielt zwar gut, aber sie versauen es sich selbst. Oh mein Gott, hier ein Pfosten und unter die Arme von Adler. Unverdiente Führung für Real. Wieso muss das immer mir passieren? Wieso? Wieso kriege ich nicht einfach dieses verdammte Tor? Und alle sind glücklich. Natürlich nicht. Natürlich muss ja was passieren. Natürlich muss es spannend werden. Van der Vaart ist anscheinend dumm wie ein Stück Brot, ey. Du stehst alleine vom Tor! Jetzt muss ich auf den Unentschieden anstatt auf den Sieg spielen. Weil ich um weiten besser spiele, den Ball nicht reinkriege. Ernsthaft? Alter, gib ihn noch wie perfekt auf die Füße, willst du mich auf den Arm nehmen? Okay, jetzt muss ich ihn reinhauen. Jetzt muss ich es. Muss! Tschüss.